Opfer fort. Das Wort steht bei der Frau Nationalrätin. Am Weg zum Rednerpult ist Irmgard Gries von den NEOS. Danke, Herr Präsident, meine Damen und Herren Regierungsmitglieder, meine Damen und Herren. Ich möchte nur zu meiner Vorrednerin vielleicht sagen, also ganz normal war die Hausdurchsuchung doch nicht, denn es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung gegen den Leiter der EGS. Man wird sehen, was herauskommt, aber ganz normal würde ich nicht sagen. Diese Razzia im BVD, die heute schon ausführlich geschildert wurde, hat nicht nur das BVD nachhaltig beschädigt, sondern, und das tut mir besonders leid, es ist auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ins Zwielicht geraten. Eine Institution, die für den Rechtsstaat von entscheidender Bedeutung ist. 2011 wurde die WKStA eingerichtet, und zwar, weil man große Wirtschaftsverfahren und Korruptionsverfahren sachgemäß, rasch, effizient durchführen wollte. Man hat dazu zwei ganz wesentliche Änderungen für die WKStA vorgesehen im Vergleich zu anderen Staatsanwaltschaften. Das eine, die Berichtspflicht wurde eingeschränkt, und das zweite, dass die WKStA Experten beschäftigt, Wirtschaftsexperten und auch IT-Experten. Dadurch sollte sie rasch und effizient ermitteln können. Leider, und das sieht man jetzt durch diese Razzia, leider ist man hier auf halbem Weg stehen geblieben. Denn was zeigt diese Razzia? Diese Razzia zeigt, dass das Fachwissen in der WKStA doch nicht in dem Maß vorhanden ist, wie man das erwartet hätte. Denn anders wäre es wohl nicht möglich gewesen, dass mit der Begründung der Gefahr einer Fernlöschung von Daten die Dringlichkeit einer Hausdurchsuchung begründet werden kann. Eine Begründung, es ist heute schon zitiert worden, die Fachleute als Schwachsinn bezeichnet haben. Ich bin keine IT-Expertin, aber als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, ich verstehe das eigentlich nicht. Es geht doch darum, dass Daten, die gelöscht hätten werden sollen, nicht gelöscht wurden. Und jeder Klick am Computer wird minutiös protokolliert. Wo ist dann das Problem? Wären sie nachträglich gelöscht worden, wäre ja nur der Zustand hergestellt worden, der an sich hätte hergestellt werden sollen. Und man hätte nachverfolgen können, wann und durch wen gelöscht wurde. Und ich muss leider auch dem Herrn Abgeordneten Amon widersprechen, und zwar wegen der E-Mails und der Korrespondenz, die jetzt an den Untersuchungsausschuss gegangen ist. Also ich verstehe das überhaupt nicht, wozu der Untersuchungsausschuss diese Unterlagen braucht. Kein Mensch hat je behauptet, dass der BVD irgendwelche Daten der Kanzlei Lansky zu Recht besitzen würde. Das heißt, alle Daten der Kanzlei Lansky, die sich dort befinden, die nicht gelöscht sind, befinden sich dort zu Unrecht. Und damit kann es ja gar nicht darauf ankommen, was Inhalt dieser Daten ist. NEOS werden sich daher weiter dafür einsetzen, dass diese Daten nicht dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung stellen, sondern zurückgestellt werden. Ein zweites hat diese Razzia auch gezeigt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft braucht eine eigene Ermittlungseinheit. Es ist wahrscheinlich nicht weit hergeholt, wenn man sagt, dass jedenfalls die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität nicht optimal geeignet war, diese Hausdurchsuchung durchzuführen. Es ging um die Sicherstellung von Daten, aber wie wir schon gehört haben, haben die Beamten der EKS nicht einmal die notwendigen Behältnisse mitgehabt, um die Datenträger abtransportieren zu können. Was die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aber nicht braucht, ist eine Erweiterung der Berichtspflicht. Denn kein Mensch weiß, ob die Geschichte
nicht genauso ausgegangen wäre, hätte das Justizministerium vorher davon gewusst. Warum ist es denn schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist es, weil in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft offenbar doch nicht genug Fachwissen da war und weil, um den Herrn Justizminister zu zitieren, ein Ermittlungsdruck aufgebaut wurde. Und natürlich kann man sagen, die Staatsanwältin hätte dem widerstehen müssen und auch der Journalrichter hätte vielleicht sich noch einmal erkundigen müssen. Doch das ist bei den Verhältnissen, wie sie bei uns sind, leichter gesagt als getan. Denn nach wie vor ist sowohl die WKStA als auch die Staatsanwaltschaft ganz allgemein dem Justizminister unterstellt, einem Regierungsmitglied. Und was wir aber brauchen, ist ein unabhängiger Bundesstaatsanwalt. Und wir brauchen eine entsprechend ausgestattete Staatsanwaltschaft, nicht nur die WKStA. Es ist für den Rechtsstaat absolut unannehmbar, dass Ermittlungsverfahren endlos dauern oder trotz massiver Verdachtsmomente eingestellt wird, weil zu wenige Staatsanwälte zu viele Causen zu bearbeiten haben. Für den Rechtsstaat, für die Sicherheit der Bevölkerung sind diese Investitionen in die Staatsanwaltschaft absolut notwendig. Die berittene Polizei ist es mit Sicherheit nicht. Danke. Die Razzia im BVT habe das BVT nachhaltig beschädigt und auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sei ins Zwielicht geraten, so Irmgard Gries von den NEOS. Es brauche einen unabhängigen Bundesstaatsanwalt.